Ja, noch ein bisschen was fürs Protokoll bei Mengen. Einmal eine Menge ist eine Menge, aber keine Zahl. Was meine ich damit? Stellt euch erstmal ganz entspannt die Menge vor mit den Elementen 2, 3 und 4. Dann ist 2 logischerweise Element aus dieser Menge. Wenn ihr eine Menge habt nur mit dem Element 2, logischerweise, dann ist 2 Element aus dieser Menge. Und viele denken dann immer, da steht jeweils nur eine 2, dann ist 2 genau gleich diese Menge. Das stimmt nicht, denn eine Menge kann nun mal keine Zahl sein. Deshalb ist 2 nicht genau gleich die Menge nur mit dem Element 2. Ist ein bisschen abstrakt, aber eben fürs Protokoll. Ihr müsst euch eben vorstellen, ihr habt hier so einen Bottich und packt da eben das Element 2 rein. Dann habt ihr hier eine Menge und das kann nicht genau gleich nur solo die Zahl sein. Mengenbildung durch Auswahl. Stellt euch vor, ihr habt zum Beispiel eine Ungleichung gelöst und kriegt raus, x ist größer oder gleich 2. Das könnt ihr aufschreiben als x Element aus allen reellen Zahlen. Es ist immer ganz wichtig, dass ihr hier eine Grunddefinition habt. Das seht ihr gleich später, was da dann abgeändert werden kann oder was das für eine Auswirkung hat. Dann Doppelpunkt. In der Schule sieht man manchmal dann eben auch den Strich. Ist eigentlich beides erlaubt. X größer gleich 2 und dann die Schnürsenklammer noch zu. Als Schreibweise jetzt im Modell, wenn ihr habt 3 mal x gleich 4, ihr hättet ja als Lösung, wenn ich jetzt hier diese Gleichung auflöse, x gleich, hier steht mal, also geteilt rüber, 4 Drittel, das ganze Paket könntet ihr aufschreiben als zum Beispiel, und jetzt ist es wichtig, was hier vorne eben als erstes steht, x Elemente aus allen rationalen Zahlen habe ich jetzt mal genommen, nicht die reellen, sondern die rationalen Zahlen. Für 3x gleich 4, das wäre dann 4 Drittel als Lösung, denn 4 Drittel als Bruch wäre Element aus den rationalen Zahlen. Wenn ihr aber als Definition vorne weg hättet x als Element aus allen ganzen Zahlen für 3x gleich 4, dann hätten wir als Menge die leere Menge, denn 4 Drittel ist ein Bruch, der nicht als ganze Zahl darstellbar ist, wie zum Beispiel 6 Drittel wäre genau 2. Deshalb die leere Menge, da ich hier vorne festgelegt hatte, x Element aus allen ganzen Zahlen. Nur mal für die Schreibweise und wie gesagt fürs Protokoll.